sonst Transpiration und Körperdruck verpönt, haben Schweißperlchen jetzt den Ruf von Leistung. Wir viel gestöhnt aus Lust an der Last. Bodybuilding war ja da. Das war, damit fing es ja an, dass man seinen Körper gestellt hat. Großes Vorbild Arnold Schwarzenegger. Alle wollen so sein wie Ami. Also zumindest was die Muskelmasse angeht. Der Schnurrbart ist ja geil. Ich habe hier schon viele Leute kennengelernt. Und deswegen fällt mich ja auch. Jungen Menschen muss man es sogar sagen. Das sah so aus. Das haben wir uns nicht ausgedacht. Das ist keine hippe Netflix-Serie, sondern das sah so aus. In der Zeit fing es dann so an, dass Frauen in die Nachholen wollten und wollten auch Kraft kriegen, Muskeln bekommen. Ja, gut in Shape sein und irgendwie auch dann mal tatsächlich Muskulosität zeigen und trotzdem weiblich sein, nicht mehr so schmal und zart. Christiane, Cornelia, Annelore, Marianne, Krankenschwestern, Sekretärinnen, Bankangestellte, Hausfrauen, sie haben ein neues Hobby. Anken stemmen, Gewichte drücken, Kinoeisen schieben. Wenn ich den ganzen Tag im Büro sitze, sind die abends irgendwie Körper Es wird einfach Sport und Fitness in den Alltag einbaut. Das kam tatsächlich in den 80ern in Mode. Fand ich gut. Gestellte Körper werden massentauglich. Schwenig, aber doch. Einmalig. Von der Ästhetik her ist Ihr Gesichtsausdruck genau das, was ich gerade empfinde. Und wann braucht man im Alltag diese Fähigkeit, seine Brustmuskeln unabhängig voneinander zu bewegen? The use of because. Ich meine ganz was anderes. Ist schon gestorben. Das ist doch total natürlich, wenn man das sieht. Also so hat der liebe Gott uns doch geschaffen und so wollte er uns bewahren. Deshalb machen wir das. Es gibt Metz, Hubert Metz. Ich habe Auffassungen darüber, wie der liebe Gott uns haben will. Oh Gott. Aber Frauen haben das damals noch nicht gemacht, oder? Das war später, oder? Haben Frauen das auch gemacht? Sekunde, gleich wird es klarer. Ja. Frauen haben das auch gemacht. Ganz schönes Thema Frauenbodybuilding. Ganz, ganz schönes Thema. Es ist ästhetisch sehr zweifelhaft, aber wer bin ich, über so etwas zu urteilen? Renate Holland, Peter Hensel, Josef Krollmus. Heute eher subjektiv. Und damals wie heute ist es Bodybuilderinnen und Bodybuildern egal, was andere von ihnen halten.